Ich nehme die unterbrochene Sitzung wieder auf. Wir kommen zur kurzen Debatte. Die kurze Debatte betrifft den Antrag der Abgeordneten Lorca, Kolleginnen und Kollegen, dem Ausschuss für Arbeit und Soziales zur Berichterstattung über den Antrag des Abgeordneten Lorca, Kolleginnen und Kollegen, betreffend mehr Mitteleffizienz bei der Bildungskarenz in 33/97 durch AE eine Frist bis zum 19. April zu setzen. Nach dem Schluss der Debatte wird die Abstimmung über den gegenständlichen Fristsetzungsantrag stattfinden. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Lorca. Sie wissen, was Ihnen zusteht. Dankeschön, Herr Präsident. Hohes Haus. Die geschätzten Damen und Herren haben es vielleicht heute im Standard gelesen. Wieder einmal ist die Bildungskarenz im Gespräch. Sie ist eine der vielen Geldquellen des österreichischen Sozialsystems, die nicht immer sehr treffsicher sind. Finanziert wird die Bildungskarenz, also wenn sich jemand bei seinem Arbeitgeber karenzieren lässt, um eine Weiterbildung zu machen, aus den Geldern der Arbeitslosenversicherung. Und da war die Überlegung eben damals, als man das eingeführt hat, es gibt Menschen, die sind auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt, die haben noch keine höhere Ausbildung abgeschlossen und denen wollen wir die Brücke legen zu einer besseren Ausbildung. Und jetzt stellt sich heraus, dass die Menschen, die diese Bildungskarenz nützen, zu ganz wesentlichen Teilen ganz andere sind. Nämlich vor allem junge Leute, vor allem gut qualifizierte Leute, die oft schon akademische Abschlüsse haben, die gehen in Bildungskarenz. Also denen zahlt die Arbeitslosenversicherung mit dem Geld der Gemeinschaft der Versicherten noch einmal die Freizeit für eine weitere Ausbildung. Damit bekommen es natürlich die Falschen, wenn viele Akademiker dabei sind. Und dann gibt es noch einen Trend, der sich in den letzten Jahren verstärkt hat. Ich habe das gegenüber den jeweils zuständigen Ministern seit 2018 zur Sprache gebracht. Immer mehr Personen verwenden die Bildungskarenz als Verlängerung der Elternkarenz. Da kann man einfach noch ein Jahr länger zu Hause bleiben und das haben Unternehmen als Marktlücke entdeckt und auch genauso beworben. Verlängere deine Babykarenz um ein Jahr, bleib ein drittes Jahr zu Hause. Und dann vereinbaren diese Leute mit dem Arbeitgeber statt des Wiedereintritts nach Karenz eine Bildungskarenz und lassen sich ein drittes Jahr zu Hause zahlen. Dafür war das Instrument nicht gedacht. Das sind insgesamt mehr als die Hälfte der Fälle von Bildungskarenz, die der Verlängerung der Elternkarenz dienen, mehr als die Hälfte. Und wenn man sich die Frauen anschaut, sind es 69% der Frauen, die in Bildungskarenz gehen, die damit ihre Elternkarenz verlängern. Also eine echte Themenverfehlung, eine echte Verfehlung dieser Investition aus der Arbeitslosenversicherung. Und warum ist das überhaupt relevant? Weil wir in Österreich eine sehr teure Arbeitslosenversicherung haben. Mit 5,9% Beitrag ist sie mehr als doppelt so teuer wie in Deutschland, dreimal so teuer wie in der Schweiz. Das ist Geld, das den Erwerbstätigen fehlt, die sich mehr Netto vom Brutto wünschen. Und wir finanzieren damit Leuten eine Bildungskarenz. Und dann gibt es natürlich Menschen, die optimieren. Und schuld sind bitte nicht die Menschen, die das in Anspruch nehmen. Schuld sind immer die, die schlechte Gesetze schnitzen. Die Menschen optimieren, weil sie schlau sind und weil der Homo ein Homo economicus ist und nicht ein Homo soci. Und die denken, wie kann ich mein Leben optimieren? Und dann verstehen sie, ich nehme das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld für ein Jahr und nehme im zweiten Jahr die Bildungskarenz und bin zwei Jahre zu Hause und da kriege ich ja viel mehr Geld, als wenn ich von vornherein das zweijährige Kinderbetreuungsgeld nehme. Die Menschen optimieren, aber sie optimieren auf Kosten der anderen. Und das war nicht der Plan bei der Einführung der Elternkarenz, der Bildungskarenz. Und ich kann auch verstehen, dass Menschen eine Pause machen, dass sie sagen, ich nehme mir eine Auszeit. Aber dann sollen bitte diese gut verdienenden Akademiker, um die es hier oft geht, mit ihrem Arbeitgeber von mir aus ein Sabbatical vereinbaren. Das kann man. Es ist aber nicht fair zu sagen, ich mache eine Bildungskarenz und lasse die kleinen Arbeiterinnen und Arbeiter mit ihren Arbeitslosenversicherungsbeiträgen meine Freizeit zahlen. Das ist nicht richtig. Applaus
Und weil die Menschen optimieren, optimieren sie ja noch viel weiter. Nicht? Man kann nämlich die Zeit der Elternkarenz sich anrechnen lassen als Arbeitszeit, die ich nachweisen muss, damit ich in Bildungskarenz gehen kann. Also ich bin in Karenz und das wertet das AMS als Arbeitszeit, wenn man schaut, habe ich genug Arbeitszeit verbracht, um Bildungskarenz in Anspruch zu nehmen. Und das kann man aber noch weiter optimieren, wenn man nämlich nachher auf die Uni geht, ein Unistudium macht, dann hat man zum Beispiel 3 Jahre gearbeitet, geht 1 Jahr in Bildungskarenz, hat dann 4 Jahre. Die Bildungskarenz zählt nämlich auch als Arbeitszeit für das Selbsterhalterstipendium auf der Uni. Dann hat die Person 3 Jahre gearbeitet, war 1 Jahr in Bildungskarenz, hat damit die ersten 2 Semester absolviert und die nächsten 4 Jahre bis zum Master zahlen wir dann mit dem Selbsterhalterstipendium. 3 Jahre hackeln, 5 Jahre auf öffentliche Kosten. Ist das nicht toll? Und die Grünen verteidigen das. Ja, es gibt in der ÖVP ein paar, die es kritisieren, aber die Grünen machen denen die Mauer, die öffentlichen Kassen ausräumen. Aber es geht natürlich nicht in Österreich ohne Föderalismus. Die Länder müssen auf jeden Unfug, den der Bundesgesetzgeber macht, noch etwas draufpappen. Und so zahlen dann einzelne Bundesländer noch einmal Förderbeiträge an Unternehmen, die solche Elternkarenzverlängerungs-Bildungskarenzprogramme anbieten oder fördern die Teilnahme an solchen Elternkarenzverlängerungs-Bildungsprogrammen mit Geld aus den Länderbudgets. Auch toll, nicht? Also die kriegen dann die Freizeit bezahlt und die Ausbildungsmaßnahme auch noch. Und der Bildungsanbieter kriegt noch eine Förderung. Also wir haben so viel öffentliches Geld, dass wir in dieses System hineinschießen, Geld, das mit Schulden finanziert wird. Wir haben nämlich nichts übrig. Mit Arbeitnehmerbeiträgen, Arbeitgeberbeiträgen und mit Schulden wird das finanziert. Bei den Ländern ist wurscht, wenn die Länder pleite sind, dann klopfen sie beim Finanzminister an und nehmen den aus. Haben wir gestern gesehen, Wohnbaupaket. Und dann ist es ja nicht so, dass die Verantwortlichen das nicht sähen. Ja? Also beispielsweise die von der roten Seite besetzte Vorständin des AMS, die Frau Draxl, sagt, die Bildungskarenz sollte nicht die verlängerte Elternkarenz sein. Das hat sich aber bis in die SPÖ-Fraktion noch nicht durchgesprochen, dass das eigentlich aus arbeitsmarktpolitischer Sicht keine gescheite Maßnahme ist. Wir kaufen ja damit in Zeiten des Arbeitskräftemangels hochqualifizierte junge Akademiker aus dem Arbeitsmarkt heraus, damit die 1 Jahr zu Hause bleiben und auf dem Arbeitsmarkt fehlen und eine längere Pause in der Erwerbsbiografie haben, was das Lebenseinkommen senkt. Dann kommt noch dazu, dass das AMS sich manchmal nicht ans Gesetz hält, weil im Gesetz steht drin, die Länge der Bildungskarenz muss der Dauer der Weiterbildungsmaßnahme entsprechen. Tatsächlich kann ich aber auch ein Unistudium beginnen und einfach die ersten 2 Semester in Bildungskarenz sein. Aber wenn ich einen Bachelor mache irgendwo auf der Uni, dauert der 3 Jahre. Und dann darf eigentlich das AMS mir gar nicht die ersten 2 Semester in Bildungskarenz ermöglichen. Macht es aber gesetzwidrig. Ist jedem wurscht, jeder Minister, dem ich das in einer Anfrage geschrieben hat, Gesetzesbruch ist doch in Österreich egal. Wenn die Verantwortlichen im AMS die richtige Farbe haben, dann dürfen sie alles machen. Es gibt auch keine Qualitätssicherung für die Bildungsmaßnahme, die Sie dort absolvieren. Sie müssen kein Zertifikat erwerben, Sie müssen kein Zeugnis bringen, Sie müssen keine Prüfung machen, Sie müssen nur teilgenommen haben. Aber es gibt ja noch was viel Tolleres, das wissen noch nicht so viele. Ich brauche gar keine Bildungskarenz. Ich muss überhaupt keine Bildung machen. Ich muss nur mit meinem Arbeitgeber eine sogenannte Freistellung gegen Entfall der Bezüge vereinbaren, die länger als 6 Monate dauert. Dann bekomme ich auch Weiterbildungsgeld vom AMS. Zwar nicht für eine Bildungskarenz, sondern nur für die Freistellung gegen Entfall der Bezüge, dann kann ich eine Weiterbildung machen und muss aber gar nicht. Ich kann bezahlt mit dem Cash aus der Arbeitslosenversicherung in Mexiko am Strand sitzen und mir das zahlen lassen. Ist das geil? Das geht in Österreich. Mit Ihrem Geld, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, mit Ihrem Geld, das Sie in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt haben. Und dann schaut man sich an, Bildungskarenz, nicht? Sie pausieren irgendwo, arbeiten bis daher, dann sind Sie in Bildungskarenz, kommen Sie wieder zurück. Weit weniger als die Hälfte kommt überhaupt ins Unternehmen zurück. Weniger als die Hälfte. Was ist denn der Grund? Ja, Arbeitgeber optimieren auch, nicht? Und sehen, das kann man auch als Golden Handshake verwenden.
wenn ich mich von einem Mitarbeiter trennen will, dann kündige ich ihn nicht, sondern schicke ihn in Bildungskarenz und mache gleich aus, dass mir der nicht mehr zurückkommt. Ist auch super, nicht? Warum ist das so? Weil der Gesetzgeber in seiner grenzenlosen Weisheit beschlossen hat, man muss jetzt Golden Handshakes voll versteuern, ich habe keinen 6%igen Satz mehr auf freiwillige Abfertigungen, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Und das ist ja der super Golden Handshake, der geht nämlich auf Kosten Dritter. Das Unternehmen und der Mitarbeiter vereinbaren eine Bildungskarenz, die ein anderer zahlt. So funktioniert das bei uns in Österreich. Immer die anderen zahlen lassen. Ja, und das ist nicht der Sinn der Arbeitslosenversicherung, das ist nicht der Sinn der Beiträge, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen, und daher gehört hier ein Riegel vorgeschoben und die Bildungskarenz für die beschränkt, die es auf dem Arbeitsmarkt dringend brauchen. Zu Wort gemeldet ist die Abgeordnete Graf. Bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Ja, ich darf mich bedanken, dass wir diese Kurzdebatte zum Thema Bildungskarenz in Österreich gibt. Da habe ich jetzt auch die Gelegenheit, unsere Sicht der Dinge kurz einzugeben. Warum wurde eigentlich die Bildungskarenz vor 25 Jahren gegründet? Der ursprüngliche Grund der Bildungskarenz war eben, dass wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weiterqualifizieren wollten, überqualifizieren, damit sie auch davon profitieren, dass sie mehr Gehalt bekommen. Und für einen Unternehmer war natürlich der Vorteil daraus, dass man höher qualifizierte Mitarbeiter hat. Also ein Ansatz, der für beide Seiten eigentlich Verbesserungen in der Qualität bringen sollte. Und gerade dieses Ziel wurde leider in den letzten Jahren immer mehr aus den Augen verloren. Und es zeigt auch in den vergangenen Jahren, dass die Entwicklung von den ursprünglichen Gedanken dieser Maßnahme, die wir setzen wollten, auch verloren gegangen ist. Der Rechnungshof hat es leider auch aufgezeigt, dass insbesondere für Fälle die faktische Verlängerung der Babykarenz in Anspruch genommen worden ist und auch das in den letzten Jahren dazu beigetragen hat, dass sich die Kosten verdoppelt haben. Und daher sollten wir gemeinsam wieder den Fokus in den Vordergrund stellen, das Instrument zu überdenken, zu neu zu gestalten, um sicherzustellen, dass wir das Ziel, das wir damals ursprünglich hatten, nicht aus den Augen verlieren und wieder in den Fokus stellen. Nämlich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weiterzubilden, zu unterstützen und von dieser Idee profitieren, wie gesagt, nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Unternehmer. Wir stehen in Österreich noch immer vor der Herausforderung, dass wir zu wenig qualifizierte Arbeitskräfte haben. Daher ist es auch umso wichtiger, die Weiterbildung und die Qualifizierung wahrzunehmen. Einerseits sollten wir natürlich die Motivation zur Weiterbildung nicht bremsen, und daher sollten wir auch treffsicherer werden in der Weiterbildung. Daher hat auch unser Bundesminister Martin Kocher bereits eine Reform angekündigt, und hier ist es wichtig, dass wir einerseits die Kosten versus Nachhaltigkeit der Weiterbildung genau betrachten. Die Höhe der Kosten zeigt uns eben, dass wir hier Handlungsbedarf haben. Zweitens sollte Nachschärfungen bei den Maßnahmen vorgenommen werden. Einerseits bei der Ausrichtung und andererseits bei der Zielsetzung der Aus- und Weiterbildung. Denn das ursprüngliche Ziel war sicher nicht die Verlängerung der Karenzzeit. Drittens sollte auch eine Evaluierung und Transparenz der Anreiz sein. Es braucht neue Ansätze zum Antrag bis zu klarer Definition der Maßnahme, ein detailliertes Antragsformular und mehr soziodemografische Daten zu den Antragserstellern würden eine bessere Evaluierung ermöglichen, dieses Instrument. Wir müssen sicherstellen, dass die Bildungskarenz tatsächlich zur Weiterbildung führt und nicht zur Auszeit mit Freizeitfaktor zu sehen ist. Und daher bin ich auch überzeugt, dass Transparenz ist der Schlüssel, auch die Nachhaltigkeit zu messen. Und viertens brauchen wir Klarheit und Nachweispflichten. Die Anforderungen an die Art, Dauer und Nachvollziehbarkeit der Weiterbildung sollen klarer definiert werden. Nur so können wir sicherstellen, dass die Bildungskarenz ihren Zweck erfüllt, und wir brauchen klare Richtlinien für die Nachweispflichten. Abschließend möchte ich auch hier erwähnen, dass unser Wirtschaftsminister und Arbeitsminister Martin Kocher bereits an einer Reform arbeitet. Um diese eben auf eine evidenzbasierende Grundlage zu stellen, wurde das WIFO mit einer umfassenden Evaluierung und Bewertung beauftragt, und das Ergebnis soll uns in den nächsten Tagen bzw. nächste Woche vorlegen und auch die weitere Grundlage zur Weiterentwicklung dieses Instruments sein. Es ist wichtig, dass wir alle gemeinsam die Bildungskarenz treffsicherer machen, gestalten, gleichzeitig den
Nachweispflicht klarer definieren. Eine Reform, zwar nicht im Regierungsprogramm feststeht, das müssen wir auch sagen, aber ich gehe davon aus, dass wir alle das gleiche Interesse haben, dass wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen höher qualifizieren, dass sie auch die Chancen haben, bessere Bezahlungen zu bekommen und auch nachhaltig einen Job weiter behalten können. Dieses Ziel sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Wenn wir diese Verbesserungen auch umsetzen, werden wir auch wieder die Aufgabe der Bildungskarenz wieder stärken und lassen wir uns hier gemeinsam etwas einfallen und setzen wir neue Ansätze, um die Bildungskarenz wieder dorthin zu bringen, wo sie auch ursprünglich ihren Ursprung hatte. Danke. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Muchitsch. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf zu Beginn in Auftrag unseres Abgeordneten Dietmar Keck recht herzlich den Pensionistenverband Spalerhof bei Linz begrüßen. Herzlich willkommen im Hohen Haus. Von den Pensionisten zur Bildungskarenz. Ja, grundsätzlich, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Bildungskarenz ist ja wirklich die einzige Möglichkeit, bei aufrechten Arbeitsverhältnissen eine Aus- und Weiterbildung zu absolvieren. Und das ist in der Zielausrichtung ein gutes und wichtiges Instrument in der Arbeitsmarktpolitik für die persönliche Entwicklung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und muss auch als solches Instrument erhalten bleiben. Aber, so wichtig dieses Instrument auch ist, ja, es gibt aufgezeigte Mängel. Und nicht, dass wir das jetzt verschweigen, auch in unserer Fraktion, Kollege Loacker, weil die Kritik vom Rechnungshof vom April 2023 ist bekannt. Und wie du weißt, Kollege Loacker, wir haben das ja auch diskutiert, schon im Ausschuss im Vorjahr 2023. Aber es liegt heute bis dato kein Vorschlag einer Evaluierung am Tisch durch den Herrn Arbeitsminister. Die Kritik ist uns ja bekannt, dass vor allem Personen mit höheren Bildungsabschlüssen diese Bildungskarenz in Anspruch nehmen. Warum? Weil das dort vielleicht auch eher leistbar ist, weil Menschen, die nicht so ein hohes Einkommen haben, werden vom Arbeitslosengeld nicht das in Anspruch nehmen können, dass sie da ihre Lebensunterhaltskosten zahlen können, wenn sie eine Bildungskarenz in Anspruch nehmen. Und ja, es ist relativ viel Geld hier aufgebracht und es braucht natürlich auch eine Verbesserung. Und auch die Kritik ist zu bestätigen, die Bildungsnachweise sind eher ein bisschen lax, sagen wir mal so. Die Qualifikationskriterien sind auch nicht sehr hoch geschraubt. Und ja, die Kombination Bildungskarenz mit anschließender Babypause, die ist da. Aber dafür gibt es eine Ursache und das wird halt leider auch verschwiegen. Jetzt zu sagen, die Frauen nehmen das so stark in Anspruch, in der Statistik ist es richtig, aber es hat eine Ursache. Die Ursache ist, dass halt viele Frauen das auch in Anspruch nehmen, um die Kinderbetreuung zu Hause bei ihren Kindern auch zu verlängern, weil es heute in Österreich nicht ausreichende Kinderbetreuungsplätze gibt in diesem Land. Und das ist auch die Ursache, dass viele sich hier dieses Instruments bedienen. Und das muss man auch einmal erwähnen. Und deswegen ist eine Kinderbetreuungseinrichtung flächendeckend so wichtig. Zurück zum Rechnungshofbericht. Dieser empfiehlt ja, die gesetzlichen Bestimmungen zu überarbeiten. Und Ziel wäre es wirklich, dass mehr Menschen in dieses Modell gehen können, also auch Menschen, die es bis dato nicht leisten können, eine Bildungskarenz in Anspruch zu nehmen. Und jetzt kann man auch weiter diskutieren, was die Dauer betrifft. Also wenn wir Menschen mit einem normalen Bildungsabschluss und einer niedrigen Qualifikation in diese Bildungskarenz bringen wollen, dann braucht es erstens wahrscheinlich einen längeren Zeitraum, um Bildungskarenz auch in Anspruch zu nehmen. Und es braucht, wie gesagt, auch ein Einkommen während dieser Aus- und Weiterbildung, wo man auch die Lebensunterhaltungskosten bezahlen kann. Generell sagen wir und halten wir auch fest, die Menschen müssen sich ja mehrfach in einem Berufsleben weiterbilden. So wie es anno dazu mal war, ich gehe in eine Lehre, komme in eine Schule,
bin 45 Jahre in der Arbeitswelt und gehe dann in Pension, das ist vorbei. Die Digitalisierung, die Arbeitswelt, das ist komplexer geworden, das ist schwieriger geworden. Wir müssen allen Menschen in diesem Land auch die Möglichkeit geben, sich höher zu qualifizieren, sich weiter zu qualifizieren, weil da geht es letztendlich auch die Sicherung von Arbeitsplätzen. Und letztendlich, zusammengefasst, abschließend, die Bildungskarenz war und ist eine gute Maßnahme, aber ja, sie muss weiterentwickelt werden. Wir müssen sie reformieren, aber nicht um Geld einzusparen, sondern unsere Position ist klar, dieses Geld auch so anders einzusetzen, dass mehr Menschen sich weiterbilden können. Und vielleicht ist es dann auch die Möglichkeit und eine Chance, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Vielleicht ist es eine Chance, die ewig diskutierte Mangelberufsliste, die immer nur mehr und mehr wird, vielleicht einmal, dass die kleiner wird. Und vielleicht ist es auch eine Chance, dass wir vielleicht nicht so viele Rot-Weiß-Rot-Karten in Österreich brauchen, weil wir jenen Menschen in diesem Land eine Chance geben, die sich eben höher und weiter qualifizieren wollen. Zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Belakovic. Bitte sehr. Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, ich schließe jetzt gleich dort an, wo mein Vorredner aufgehört hat, bei der Rot-Weiß-Rot-Karte. Das ist interessant, was Sie gesagt haben. Ja, wir sind sowieso sehr kritisch, was diese Rot-Weiß-Rot-Karte anbelangt, weil wir sind der Meinung, dass man einmal zunächst im eigenen Land schauen sollte, was man an Arbeitskräftepotenzial hat. Aber Sie von der SPÖ, Sie stimmen ja doch immer wieder mit. Zurück zu dieser Bildungskarenz an und für sich. Ja, sie ist eingeführt worden, damit sich Arbeitnehmer weiterqualifizieren. Ich möchte jetzt aber nicht unterscheiden, sind es jetzt schon Leute, die nur einen Pflichtschulabschluss haben oder sind es auch schon gut Ausgebildete. Es soll für alle Arbeitnehmer sein, die sich weiterbilden möchten. Dazu bekennen wir uns, aber, und diese Kritik ist ja heute schon mehrfach genannt worden, es müssen diese Weiterbildungsmaßnahmen, es müssen diese Qualifikationen auch tatsächlich vom AMS ordentlich überprüft werden. Das ist derzeit ein bisschen ein schleißiger Umgang damit, das hat auch der Rechnungshof festgestellt. Da braucht es tatsächlich eine Reform. Ein zweiter Punkt, und der wurde schon angesprochen, jetzt vor allem vom Kollegen Lorca auch ganz massiv, auch von der Kollegin Graf, das ist im Anschluss an eine Mütterkarenz. Meine Damen und Herren, im Jahr 2010 hat damals eine SPÖ-ÖVP-Regierung das Kinderbetreuungsgeld reformiert und hat damals eingeführt das einkommensabhängige Karenzgeld. Das ist ein Karenzgeld, das vor allem für höher qualifizierte bzw. für besser verdienende Frauen interessant ist. Das ist auf ein Jahr beschränkt. Wenn wir wollen, dass die Bildungskarenz tatsächlich nicht missbraucht wird als Verlängerung einer Babykarenz, und das passiert, dann müssen wir endlich das Kinderbetreuungsgeld bzw. das Karenzgeld so reformieren, dass sie ihre ideologischen Scheuklappen endlich einmal weggeben und sagen, ja, Mütter wollen eben länger bei ihren Kindern bleiben. Es ist nicht das Ziel der Mütter, die Kinder sofort nach der Geburt wegzugeben. Nicht umsonst ist die lange Kindergeldvariante, nämlich die 2,5 Jahre, die meist gebuchte, die beliebteste Form für junge Mütter. Die Frage ist nur, wer kann es sich leisten? Weil wenn ich in der Langvariante bin, kriege ich ein bisschen was über 400 Euro im Monat. Das ist eine Frage der Finanzierung, der Finanzierbarkeit. Junge Familien, die oftmals im Aufbau sind, die Kosten haben, die Fixkosten haben. Daher ist es für viele, gerade besser verdienende Frauen, die entsprechend höhere Fixkosten haben, nicht leistbar, die Langvariante zu nehmen. Und so hat sich das eingeschlichen. Und wir müssen zuerst eine Reform der Babykarenz machen. Und zwar eine, die den Bedürfnissen junger Familien und vor allem junger Mütter entgegenkommt. Und da muss ich dem Kollegen Loacka massiv widersprechen, der sagt, da werden dann die jungen, hochqualifizierten Frauen vom Arbeitsmarkt abgezogen. Ja, soll so sein, dann sind sie bei ihren Kindern. Na bestens, was Besseres kann unserer Gesellschaft doch gar nicht passieren, als dass gut ausgebildete junge Frauen bei ihren Kindern bleiben, dass die Mütter ihre Kinder selbst aufziehen. Ja, das ist doch für die Gesellschaft das Plus überhaupt. Ich weiß ja nicht, welche Probleme Sie da drüben haben, aber die müssen enorm sein, wenn Sie hier von irgendwelchen Gänsen sprechen. Wir reden gerade über Menschenkinder, über Säuglinge, über Kleine und Kleinstkinder, die Frauen gerne selbst aufziehen wollen. Das ist der Wunsch junger Mütter.
Und das ist das Problem in unserer Republik. Wir haben hier ideologisch motiviert, dass man die Kinder sofort weg, das ist, erinnert an DDR-Zeiten, sie werden geboren, 6 Wochen später weg, ab in die Betreuung. Das ist ihr Modell. Das ist bekannt, aber das ist das Problem, dass das nicht kompatibel ist mit den Wünschen der jungen Mütter, die bei ihren Kindern bleiben wollen. Und jetzt können wir zurück zur Bildungskarenz. Wir werden dem Problem nur dann Herr werden, wenn wir tatsächlich die Elternkarenz so reformieren, dass sie den Bedürfnissen gerecht wird. Denn sonst werden die jungen Familien weiterhin versuchen, hier über Umwege sich das so zu verlängern, dass es für sie auch leistbar ist. Und das gerade in Zeiten einer massiven Inflation und Teuerungswelle. Und da können Sie von der SPÖ weiter dazwischen schreien, Sie sind ja... Wien ist ja der Hotspot der Teuerung und da gibt es ja dann die Ideen, dass man so ab dem ersten Lebensjahr den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, gerade halt nur, dass nicht die Pflicht fordern, das ist ja das Zweite. Das ist Ihre Ideologie. Die ist aber nicht mehrheitsfähig. Gott sei Dank wollen viele Eltern ihre Kinder selbst betreuen. Viele Arbeitnehmer wollen gerne Bildungskarenz in Anspruch nehmen, weil sie sich weiterbilden wollen. Daher müssen wir beide Systeme erhalten, beide Systeme evaluieren, verbessern, wo Fehler sind, das auch ausbessern. Ich glaube, dann haben wir ein gutes Weiterbildungssystem, das vom AMS bezahlt wird, weil es ist nämlich nicht Aufgabe des AMS und der Arbeitslosenversicherung, Elternkarenz zu finanzieren. Zu Wort gemeldet ist Abgeordnete Kotzer. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher, ja, das Thema Bildungskarenz ist ein Thema, das poppt alle paar Jahre wieder auf und eigentlich geht es immer so ziemlich um das Gleiche und dasselbe. Meine sehr geehrten Damen und Herren, schauen wir uns einmal an, wovon sprechen wir überhaupt? Wie viele Menschen sind aktuell in Bildungskarenz, wie viel nutzen sie und wie viel von dem, was immer wieder behauptet wird, entspricht tatsächlich den Tatsachen oder kann man auch etwas anders sehen vielleicht? Wir haben aktuell ca. 20.000 Menschen in Bildungskarenz, davon 3/4 Frauen. 3/4 derjenigen, die in Bildungskarenz aktuell sind, sind Frauen. Es wird also von Frauen sehr gerne wahrgenommen. Und es hat einen starken Anstieg, insbesondere in den letzten Jahren, gegeben. Und man muss jetzt kein besonderer Raketenwissenschaftler sein, um zu erkennen, warum das so war. Wir haben Krisenjahre gehabt, wir haben die Covid-Krise gehabt, wo viele Menschen auch von Arbeitslosigkeit bedroht waren, wo sie teilweise lieber in die Bildungskarenz gegangen sind, sich die Zeit auch genutzt haben, sich weiter zu qualifizieren, sich weiterzubilden, sich umzuschulen. Fragen Sie im AMS nach, das ist dort regelmäßig passiert. Und das, natürlich ist die Bildungskarenz auch ein Kriseninstrument. Ja, es ist so, muss man auch ganz ehrlicherweise so sagen. Und eigentlich finde ich es insgesamt allerdings sehr erfreulich, ja, dass wir einen Anstieg der Zugänge zur Bildungskarenz haben, weil ja an sich Weiterbildung, Qualifizierung und Umorientierung, berufliche Umorientierung, ja wohl an sich nichts Schlechtes sein kann. Wir reden ständig vom Fachkräftemangel, wir reden von der Wissensgesellschaft, wir reden von der Notwendigkeit von lebensbegleitendem Lernen und dann, wenn wir auf einmal immer mehr Leute haben, die es tatsächlich nutzen, die eine Bildungskarenz machen, die Ausbildung machen, dann haben wir auf einmal ein Problem damit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nein, ich habe damit kein Problem, es tut mir aufrichtig leid. Ich finde es sogar sehr vorteilhaft, wenn möglichst viele Menschen in Bildung sind, wenn möglichst viele Menschen in Bildungsmaßnahmen sind und die auch tun. Was ich allerdings bedenklich finde, das sage ich auch ganz ehrlich, dieser Diskurs, den wir teilweise in den letzten Tagen, in den letzten Wochen gehabt haben, wo genau die Leute, die in Aus- und Weiterbildung waren, auch junge Mütter auf einmal zum großen Problem geworden sind. Also die Mengen Unterstellungen, die da Leute über sich ergehen lassen mussten, die Bildungsgrenze in Anspruch nehmen, das geht, sorry, auf keine Kuhhaut nicht. Das sind Leute, die machen ihre Matura nach, das sind Leute, die holen ein Studium nach, die machen ihren Studienabschluss nach, das sind Leute, die wollen sich weiterqualifizieren, zusätzlich qualifizieren, damit sie mehr Einkommen kriegen, damit sie mehr Chancen im Betrieb haben, damit sie im Betrieb aufsteigen. Und ja, das sind Abertausende. Und Abertausende derartiger Karrieren gibt es. Schau einfach einmal im Bericht des AMS aus dem Jahr 2019 nach, du wirst einiges davon erleben. Und ehrlich gesagt, die Leute, die diese Erwerbskarrieren, diese Bildungskarrieren gemacht haben, die haben sich diesen Umgang und diese mangelnde Wertschätzung schlichtweg nicht verdient. Und jetzt kommen wir vielleicht zu ein paar Argumenten, die da mir sehr gerne gebracht werden. Ein sehr beliebtes Argument ist die Bildungsgrenze der Akademikerförderung. Na, schauen wir uns die Zahlen an.
24% derjenigen, die in Bildungskarenz sind, das sind Akademikerinnen. Wie hoch ist der Bevölkerungsdurchschnitt? Ungefähr 20%. Na, so ein großer Unterschied ist es nicht. So die große Akademikerförderung ist es anscheinend danach doch nicht. Und in der Altersgruppe, ja, in der Altersgruppe, wo die meisten in Bildungskarenz sind, nämlich so knapp über 30, Mitte 30, dort ist sogar der Akademikeranteil in der Bevölkerung höher als unter denen, die in der Bildungskarenz sind. Zweites Vorurteil, das immer wieder gekommen ist, das bringt nichts, ist ineffizient, führt zu nichts weiter. Im Rechnungshofbericht selber steht drinnen, dass im ersten Jahr der Leute, die die Bildungsgrenze abgegangen sind, ein Drittel mehr verdienen. Und nach 3 Jahren sind es über 50%, die mehr verdienen. In der Studie steht drinnen, im Rechnungsbericht steht ebenso drinnen, dass nach dem ersten Jahr der Bildungsgrenze 75% derjenigen, die die gemacht haben, nach wie vor in Beschäftigung drinnen sind. Es ist in Wirklichkeit, wenn man sich alle arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen anschaut, eine ziemlich sinnvolle und ziemlich erfolgreiche arbeitsmarktpolitische Maßnahme sogar. Und wenn es auch immer wieder heißt, und diese Frage der Verlängerung der Babykarenz. Ist der Sinn der Bildungskarenz, die Elternkarenz zu verlängern? Nein, ist es natürlich nicht. Der Sinn von Bildungskarenz ist natürlich Bildung, ist natürlich Qualifizierung, ist Weiterbildung. Nur, es wird doch wirklich nicht jemanden hierinnen wundern. Und das betrifft die Bildungselternkarenz, das betrifft den Präsenzdienst, das betrifft genauso den Zivildienst. Genau das sind Phasen, wo Leute aus dem Erwerbsleben kurzfristig ausgeschieden sind oder längerfristig ausgeschieden sind. Gerade danach denken oft sehr viele Leute darüber nach, was mache ich weiter, wie gehe ich weiter, was tue ich. Und wollen sich weiterbilden, wollen sich qualifizieren, wollen sich vielleicht auch umorientieren. Ja, und genau dafür ist die Bildungskarenz gedacht. Und ich habe jetzt überhaupt kein Problem damit, wenn wir über Qualitätskriterien sprechen, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass wir uns anschauen, wer bietet Leistungen an. Sind es wirklich gescheite Leistungen, sind es Leistungen, die man am Arbeitsmarkt brauchen kann. Ich habe kein Problem damit, wenn wir in Wirklichkeit sowas in der Bildungsberatung, eine obligatorische für diejenigen, die Bildungskarenz machen wollen, einführt, um darüber zu informieren, was ist sinnvoll, was ist gescheit, was sollen Leute machen. Kein Problem damit. Aber eins sage ich schon, womit ich ein gröberes Problem habe. Ein gröberes Problem habe ich damit, wenn man eine Diskussion über die Bildungskarenz darum führt, um in Wirklichkeit Leuten die Barrieren schwerer zu machen, den Zugang zur Bildungskarenz zu erschweren, in Wirklichkeit Perspektiven abzubauen, statt Perspektiven zu geben und letztlich massiv einzusparen in einem Bereich, wo es für mich kein Sparen geben kann. Dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Danke. Zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Künzberg-Sahre. Herr Präsident, Frau Minister, Herr Kollege Kotzer, mir ist jetzt, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, warum die Grünen da so dagegen sind, gegen eine Reform der Bildungskarenz, weil ich mir ja auch denke, sie können ja Studien lesen, sie verstehen hoffentlich Studien, aber wenn sie glauben, dass die Bildungskarenz ein Kriseninstrument ist oder für eine Phase der Umorientierung gedacht ist zwischen zwei Bereichen, dann haben sie das nicht verstanden, für was die Bildungskarenz überhaupt entwickelt wurde. Die Bildungskarenz, ja, das kann schon sein, dass Sie Realist sind, aber Sie haben es trotzdem nicht ganz verstanden. Die Bildungskarenz wurde für wenig qualifizierte Menschen gemacht und für eine Weiterqualifizierung und nicht für die, die es jetzt vor allem machen, nämlich die größte Gruppe der sehr gut Ausgebildeten und davon ist die große Gruppe, die jungen Mütter, die ihre Babypause verlängern. Die Grünen, die immer dafür einstehen, wo wir auch dafür, also dagegen sind oder dafür kämpfen, dass es sich was verbessert, die Frauenaltersarmut, aber genau diese Dinge sind ja die, wenn jemand lange in Karenz ist und dann noch in Bildungskarenz geht, das verlängert sich, ist so, gibt Zahlen, die langfristigen Auswirkungen auf das Lebenserwerbseinkommen für Frauen ist so, lesen Sie den IHS-Bericht, den gibt es, der ist öffentlich zugänglich. Also man kann sich schon das alles schönreden und sagen, das stimmt ja alles nicht. Und vor allem dieser Qualitätsanspruch, den Sie ja offensichtlich irgendwo abgegeben haben, die Grünen, dass man nämlich eine Fortbildung macht, egal ob sie wirksam ist oder nicht, dass man nicht einmal nachschaut, hat es eigentlich was genützt, was die Leute gemacht haben, oder ist der Yogakurs oder irgendein anderer Kurs, den man online macht, wo man nicht einmal eine Prüfung machen muss, ist das überhaupt sinnvoll? Ich finde,
ist schade, dass die Grünen mittlerweile so wenig Anspruch an diese Qualität haben. Das ist echt sehr, sehr traurig. Vor allem nämlich, wo es endlich einmal eine Situation gibt, dass der Minister, der zuständige Minister sagt, ich würde gern was ändern oder ich bin dabei gerade was zu ändern. Die Länder, die ihn aufgefordert haben, mach doch was. Dann sind die Grünen da und sitzen, dafür sind wir nicht zu haben. Diese Situation würde ich mir gerne einmal im Bildungsbereich wünschen, dass der Bildungsminister sagt, ich bin bereit, eine Reform anzugehen. Die Länder sagen, genau, mach endlich einmal was. Passiert nie. Also hören Sie doch auf, schauen Sie sich die Zahlen an, machen wir doch was Gescheites aus so einem Instrument, dass was daraus wird, dass die schlecht und wenig Qualifizierten was davon haben, aber nicht die Frauen, die ihre Elternkarenz noch weiter verlängern. So, zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist damit geschlossen. Wir kommen nun zur Abstimmung in den Antrag der Abgeordneten Lorca, Kolleginnen und Kollegen, dem Ausschuss für Arbeit und Soziales zur Berichterstattung über den Antrag der Abgeordneten Lorca, Kolleginnen und Kollegen betreffend mehr Mitteleffizienz bei Bildungskarenz in